Artyom! Here! Teufel war das? Ein Wal? Der ist verdammt riesig! Der Alte hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit einigen Kreuz und Gebeten. Kommt unser Artyom vom Abgrund der NATO-Besatzungszone zurück. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Danke für die Informationen, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Ha? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein. Ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Artyom, du solltest zuerst ich mit dem Oberst reden. Komm danach wieder. Verdammt! Wie soll ich das bloß hinkriegen? Ich könnte den Zylinder ja austauschen, aber ich habe keinen Ersatz. Also muss ich den hier reparieren. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hi, Artyom. Hallo, Artyom. Du warst großartig. Artyom, komm bitte mal her. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom.
Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie... Vielen Dank. Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Wie gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Ich habe hier ein Geschenk für dich. Ein TH-Gewehr. Na, klingelt es? Ein Luftdruckgewehr, aber es hat trotzdem Wumms. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, trage es mit Ehre. Und denke daran, hin und wieder vorbeizukommen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Ja, Onkel Artyom, vielen Dank. Und deine Frau ist echt klasse. Sie ist so nett und total stark. Danke sehr, Tante Anna.
Gebäude da! Ich lasse den Plan für dich runter! Mutanten! Komm hier hoch, Mann! Komm hier hoch! Du bist nicht schlecht, Bruder! Das war... Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgemurkst. Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid, es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz, gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wie auch immer, seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt. Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer.
Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Ihr Zarfisch lebt dort, weißt du? Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Das ist meine Höhle. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühl dich wie zu Hause. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von hier alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, ne? Wie auch immer, ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert. Und sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst. Ich habe von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft, wo die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Seitdem darf ich weder Dorf noch Brücke betreten. Diese Seilrutsche führt nach unten. Einfach einklinken und los geht's. Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin. Reißt euch zusammen. Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen mehr rum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Ende und aus!
Artyom, ich hab dich rufen gehört.